Es ist Ende Oktober, also bald November, also die typische NaNoWriMo-Zeit. Dieser Ordner beinhaltet alle meine Geschichten, die ich jemals angefangen habe zu schreiben oder sonst etwas, die ich noch habe. Also es ist bestimmt auch eine ganze Menge, die ich nicht mehr habe, aber das alles hier habe ich noch. Und vieles davon ist zwischen, ich sag jetzt mal 1998 und 2007 entstanden. Und ich dachte, wir können ja mal gucken, ob ich hier was finde, was man für NaNoWriMo benutzen könnte. Also irgendwas, was man vielleicht neu machen könnte. Let's open this! Als allererstes haben wir hier zwei Gedichte, die nicht von mir sind. Und dann geht es auch schon los. Ich glaube, in diesem ersten Part müssten sich längere Geschichten finden, die ich angefangen habe und vielleicht sogar beendet habe. Die erste Geschichte, wo das erste Blatt so also wunderbar abgerissen ist, vielleicht sollte ich das mal kleben. 1. Neue Gefilde. Klassisch noch mit Füller geschrieben auf liniertem Schulpapier. Und das ist eine Fanfiction. Ich habe sehr viele Fanfictions früher geschrieben. Zu Dune, der Wüstenplanet. Das weiß ich noch. Es geht um einen Jungen und ein Mädchen. Und der Junge nimmt irgendeinen Shit, Spice oder so, und hat deswegen blaue Haare und richtig krasse blaue Augen. Und weil er dieses Spice nimmt, kann er aus so einem Kristall so eine Trulle beschwören. Und mit der hat er Geschlechtsverkehr. Und irgendwie ist er Thronfolger, aber auch nicht, weil er ja Spice nimmt. Dieses wunderschöne Deckblatt hier. Drancer. Die Geschichte eines Todesengels. Drancer ist auch ein sehr, sehr schöner Indiz dafür, dass ich das anscheinend geschrieben habe, als ich sowohl Beyblade sehr viel geguckt habe und auch Angel Sanctuary. Denn das hier ist eine Angel Sanctuary Fanfiction. Final Fantasy Fanfiction. Die langen Ohren versuchten zu orten, von wo das Geräusch kam und vor allem von wem oder was. Einen Monat war sie jetzt schon unterwegs durch dieses unwegsame Gelände aus Bergen, Geröll und Wald. Ihr Proviant neigte sich dem Ende und bisher war noch keine Spur von irgendeiner Art von Zivilisation zu sehen. Ein weiteres Knacken. Der Wind drehte sich und warf ihr einen Schwall ekelerregender Gerüche an die Nase. Ruckartig warf sie sich den Schal vor Mund und Nase. Stehen bleiben! Eine raue Männerstimme war dicht an ihrem Ohr. Ihr wisst wohl nicht, was ich bin, flüsterte sie zurück, hielt sich jedoch regungslos. Mir ist's gleich, wer ihr seid. Jemand wie euren sah ich noch nie. Also bin ich angewiesen, euch zum Oberhaupt zu bringen. Das war auch ein schöner Anfang. Jetzt bloß nicht kotzen. Einzig dieser Satz schwirrte in ihrem Kopf umher. Passiert mir auch, wenn ich ein bisschen getrunken habe. Die habe ich noch! Oh mein Gott! Und zwar gab es, ich weiß nicht mehr wann, es gab einmal eine Fanfiction. Genau, es gab einmal eine Fanfiction-Schreibung. Es gab einmal eine Serie auf. Alle guten Anime-Serien liefen früher auf MTV. Oder war es Viva? Ich weiß es nicht mehr. War es MTV oder Viva? Candidate for Goddess. And that's a fanfiction to it. Oh Gott, wie habe ich damals noch geschrieben? Das ist eine ganz alte Geschichte. Als sie am Gigi Tower angekommen waren, blieb Zero vor der Tür stehen. Was ist? Geht es hier nicht weiter oder was? Fragte Aya. Im Moment nicht, aber wir dürfen morgen im Unterricht uns einen Galaxy-Gleiter aussuchen, meinte Zero. Willst du nicht wissen, wo dein Quartier ist? Fragte er. Aya nickte. Wann ist denn Schulzeit? Wollte Aya wissen. Fragt den Computer, meinte Zero und ging in Richtung Haupttower. Oh, kennt ihr diese Phase? Ich bin sicher, so ziemlich jeder, der irgendwie ein Teenager war, hat einmal diese Phase, wo man total depressiv ist und nicht weiß, warum und sich nicht verstanden fühlt und dann solche komischen Texte schreibt. Das Tal ist dunkel.
mit dunklen Nebelschwaden verhangen. Man spürt förmlich, wie die Angst die Luft erfüllt. Schatten spielen mit dem Licht, wobei das Licht verliert. Just saying that. Nervös zupfte Maria Trevor ihren Schal zurecht. Leon, wo bleiben denn deine seltsamen Freunde? Sie sollten schon längst da sein, räusperte sich Abram Trevor und strich sein Jackett glatt. Leon rollte die Augen. Dann fiel sein Blick auf drei näher kommende Jungs. Alle hatten schwarze Haare. Beim Näherkommen konnte man ihre Piercings und Tattoos auf den Armen erkennen. Piercings auf den Armen! I know that shit very well! Maria Trevor schüttelte den Kopf. Noch nicht einmal eine ordentliche Hose und ein Hemd haben sie an, kritisierte sie die drei. Abram, was ist das überhaupt für ein Name, frühere Shari, bitte? Abram Trevor stimmte mit einem Nicken seiner Frau zu. Leon begrüßte lachend die drei. Cool, dass ihr da seid, meinte er. Chill dich, Alter, war doch Logo, dass wir uns die fette Sache hier reinziehen, oder was? Das kommt dabei raus, wenn uncoole Kids, die immer gehänselt werden, versuchen zu schreiben wie coole Kids. Oh mein Gott. Oh, es scheint, als ob das eins meiner 4 Millionen Fantasy-Sachen wäre. Die Prophezeiung hat es vorausgesagt. Und wenn dies voraussagt, stimmt es. 8 Ebenen werden sich finden und zur Gemeinschaft verbinden. 8 Gesandte sollen kommen und im weißen Element verschmelzen. Um die Gemeinschaft auf ewig durch Licht und Dunkel zu führen. Feuer, Nebel und Stein. Heißer Sand und kühle Wälder. Wasser und Erde verbunden sein. Weißer Schnee. Grünes Gras ihr Partner werden. Verbranntes Gras. Das dunkle Moor mit seinen dunklen Ebenen. Dies sollen die Ebenen sein, die 8 Städte. Nur sie bilden die Prophezeiung, die 8-Städter-Gemeinschaft. Ja! Ich weiß, dass ich mir hierfür mal eine Karte gezeichnet habe und auch relativ detaillierte Charakterdinger irgendwo auf dem PC wahrscheinlich noch habe. Könnte also was für NaNoWriMo sein. Let's put it beiseite. 3 and 1. Das war meine Avatar, der Herr der Elemente Fanfiction. Und I loved it. Und die hier auch. Diese Geschichte war auch so, so gut. Das war keine Fanfiction. Das war, glaube ich, die allererste Geschichte neben hier diesem kurzen Blättel. Aber diese zwei sind die ersten zwei gewesen, wo ich nicht versucht habe, sowas Ähnliches zu schreiben wie, sondern wo ich versucht habe, was zu schreiben, was nur ich mir ausgedacht habe. Während das hier tatsächlich eine Fanfiction von Avatar war, beziehungsweise als eine solche angefangen hat. Und ich glaube, die hat sich dann aber später noch ein bisschen besser entwickelt. In dunklen Zeiten werden sie kommen. Von weit entfernt sind sie. Die drei Avatare, die das Licht bringen und die Dunkelheit verbannen. Oh ja, dann hier Schreibwerkstatt. Ich war irgendwann in der Schule, ich glaube in der 8. oder 9. Klasse in der Schreibwerkstatt. Das müssen wir jetzt nicht durchgucken, weil das halt so Sachen waren wie... ein Elfchen! Da haben wir nämlich Elfchen, Haikus und all solche kreativen Schreibensachen gemacht. Rot, die Rose, sie hat Dornen. Ich finde sie mystisch. Dornröschen. Ja, was man halt so schreibt, wenn man keinen Plan hat. Und das hier müsste jetzt der ganze Shit sein, wo ich irgendwas angefangen habe und es nie zu Ende geschrieben habe. Die Erde bis zum Jahre 7678. Die Atomkriege, die den Planeten so gut wie ganz zerstört haben, liegen rund 2600 Jahre zurück. Mhm. Die Apokalypse am 4.7.5124 vernichtete so gut wie alles Leben. Um das Überleben der Menschheit zu sichern, wurden die Föten aus den Mutterleibern entfernt. Ist Mutterleibern überhaupt die richtige Mehrzahl von Mutterleib? Gibt es eine richtige Mehrzahl von Mutterleib? Und genetisch verändert. Die größten Probleme der damaligen Zeit waren die hohe radioaktive Strahlung und der hohe Stickstoffgehalt in der Luft. Mit Versuchen an Menschen, vorwiegend Kindern. Because, wenn man schon Menschenversuche macht, dann natürlich an Kindern. Das wissen wir alle. Wurde eine resistente Rasse geschaffen. Die Homo sapiens sapiens apokalypsus. Kurz Human X. Oh mein Gott, was hab ich damals für einen Scheiß geschrieben?
Da war es wieder, dieses Gefühl, dieser Durst nach Blut, den wir alle kennen. Mhm. Ich behaupte einfach mal, das war in meiner Twilight-Phase. Aber kommen wir jetzt wieder zu dem handschriftlichen Schild. Kernbruch erwartet in 10, 9, 8, 7. Der dunkle Raum erhellte sich in Sekundentakt im roten Licht. Der Computer hatte sich überlastet und fing Feuer. Panisch rannte der Professor nach draußen. 2, 1, es gab einen gewaltigen Knall. In wenigen Sekunden war alles, was die Menschheit in Jahrtausenden aufgebaut hatte, zunichte gemacht. Der Planet war ein Neubeginn. Am Neubeginn. Die Ruinen waren einsturzgefährdet. Und wenn man diese Katastrophe überstanden hatte, musste sich nun mit Lebewesen herumschlagen, die noch nie einen Planeten bevölkert hatten. Lern Deutsch, liebe Shari. Lern Deutsch, bevor du irgendwas Apokalyptisches schreibst. Oh mein Gott, ich habe meine Wings-Fanfiction wiedergefunden. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum man mich gehänselt hat. Oh mein Gott. Wer braucht schon Kontinuität? Lieber 4000 angefangene Geschichten, wo sich kein Mensch drum schert, was es ist. Ich habe noch zum Abschluss für dieses Videos 2 Haikus. Und ihr müsst raten, was für Tiere ich damit beschrieben habe. Blicke von unten. Ein Hauch von ganz tiefer Angst. Ein Kampf ums Überleben. Und der zweite, ihr dürft immer noch raten, was für ein Tier es ist. Ich helfe euch so viel, es sind beides Meereslebewesen. Ah! Blick aus der Tiefe, harmonische Gesänge, ein sanftes Wesen. Ah! Also, wir haben hier einen ganzen Ordner voll Shit. Diese 3 Geschichten, die doch gar nicht mal so scheiße klingen. Ich denke, damit kann man im NaNoWriMo was anfangen. Wie sieht's bei euch aus? Macht ihr mit beim NaNoWriMo? Ist es das erste Mal, wenn ihr mitmacht? Oder habt ihr schon öfter mitgemacht? Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich dafür wirklich haben werde. Und ich bin mir auch nicht sicher. Höchstwahrscheinlich werde ich das auch nicht öffentlich stellen, was ich da schreibe. Sondern das ist dieser ganze Ordner ist einfach sowas für mich. Es hat mir jetzt ein bisschen Spaß gemacht, mit euch einfach mal reinzugucken, was ich früher so fabriziert habe. Aber eigentlich ist es eher so, it's for me und nicht unbedingt so für andere Leute. Also ich mache das nicht, weil ich denke, oh mein Gott, ich werde die beste High-Fantasy-Geschichte schreiben und dann werde ich sie veröffentlichen und bye-bye, George R. Martin. Hello, Shari Töpperwein im Fantasy-Regal. Ich glaube nicht, dass das die Intention ist von dem, was ich hier mache. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt das Durchhaltevermögen dazu habe. Denn wie man an diesem ganzen Ordner sieht, hatte ich nicht oft Durchhaltevermögen bei meinen Geschichten. Keine Ahnung, wie es jetzt sein wird. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!